Hallo, willkommen bei Klaus Grill, Feines Grillen, Barbecue. Heute gibt es einen Klassiker der deutschen Grillkultur. Nicht immer ganz beliebt, aber trotzdem hin und wieder lecker. Und zwar ein Putenhacksteak. Und wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Also Putenhacksteaks kennt jeder. Meistens sind die Dinger irgendwo aus der Packung raus mit so ekliger Ölmumpe außen rum und ja, kannst du kaum essen, komischer Herkunft. Und wir machen das heute aus frischem Putenhackfleisch. Da haben wir hier ja, 500 Gramm. Dann haben wir hier so 3-4 Esslöffel von dem Oldschool-Griller. Da ist ja nicht viel drin. Also ein bisschen Paprika, Petersilie, Knoblauch, Zwiebeln, Majoran, Cayennepfeffer, Liebstöckel, Muskat, Salz. Bisschen Rapsöl drin. Die genaue Zusammensetzung findet ihr auf meiner Homepage oder ihr kauft euch das wie immer ihr wollt. Dann habe ich noch ein bisschen Olivenöl. Und wie immer, wenn wir grillen, ein scharfes Messer und ein Brett. So, die Handschuhe sind an. Das kann nur heißen, entweder fasse ich rohe Flügel an oder die große Hafenrundfahrt beginnt. Und in dem Fall ist es Gottlob die Flügel. Und dann nehmen wir so eine gute Dosis, so 3-4 Esslöffel oben drauf und vermischen das halt miteinander. Ja, das Schöne an Pute ist, dass das also relativ fettarm ist. Das ist natürlich auch ein Nachteil, deshalb müssen wir außen ein bisschen Öl gleich ranbringen. Aber sehr schön ist, dass da viel Eiweiß drin ist und deshalb brauchst du kein Ei dazugeben. Da kältest du dreimal durch und dann wird das gleich richtig so schlonzig, dass das schön sich miteinander aufschließt. Siehst du das hier? Und du kriegst gleich automatisch ein Brät. Und brauchst praktisch nur die Gewürze und das Brät, so wie das hier aussieht. Also kein großes Kino, brauchst keine Brötchen dazu, ja nichts. Ja, da ist Pute sehr, sehr dankbar. Hier haben wir Putenhackfleisch aus richtig Fleisch. Ich würde diese fertigen Steaks oft nicht kaufen. Ich habe mal gesehen, wie die gemacht werden. Oder wie in einer Firma, ich weiß nicht, ob die überall so gemacht werden. Und zwar werden da die Karkassen und die Hälse durch so eine Maschine durchgedrückt und das Fleisch da abgezogen. Also praktisch das, was eigentlich ja nicht mehr ist, bevor zum Wegschmeißen, dann machen sie Hackfleisch draus. Also ich habe das in einer Firma gesehen, vielleicht machen andere Firmen das anders. Ich will ja keine Generalverurteilung aussprechen. Aber auch so weit gibt es. So, guck mal, das reicht schon. Das gefällt mir schon gut. Und normalerweise koste ich Hackfleisch vorher, hier ist das Flügelhackfleisch, das koste ich vorher nicht. Weil das esse ich am liebsten durchgebraten und nicht roh. Und jetzt machen wir uns so kleine Hacksteaks, die wir uns da daraus formen. So ungefähr so 1,5-2 cm dick, den Rand ein bisschen schön machen. Und setzen uns die hier aufs Brett. Jetzt liegen hier unsere Hacksteaks, jetzt machen wir ein bisschen Olivenöl oben rüber. Weil das braucht es einfach. Sonst sind die zu trocken, das haftet auch sonst alles an. Also wir werden gleich unsere Plancha immer fetten. Das zeige ich euch gleich. Aber ich finde so, sonst schmeckt das einfach zu gesund. Um das mal ganz frech zu sagen. So, siehst du, und genau so machen wir das mit allen. So, grillen tun wir das jetzt nicht auf dem Rost. Sondern ich habe jetzt hier, also man könnte notfalls auf dem Rost grillen, aber ich finde jetzt die Kruste wird jetzt ein bisschen schöner. Und ich habe ein neues Spielzeug hier, die Edelstahlplanscher von Broil King. Die fetten wir uns noch ein bisschen ein. Und auf der garen war das jetzt. Schön ist, wir haben keinen Fettbrand, der nach unten tropft, gerade weil wir jetzt ein bisschen Fett dran gemacht haben, also auch an die Dinger. Sondern wir können die aufsetzen und da einfach drauf braten, wie in so einem Bräter. Machst du das jetzt bei extrem hoher Hitze oder? Volle Pole, alles vertieft, ja. Also ich habe jetzt hier die Brenner an und lasse jetzt den Deckel offen. Also wir müssen jetzt nicht Höchsttemperatur anstreben. Ich habe den jetzt noch nur so eine 10 Minuten vorheizen lassen. Kruste bildet sich da ja automatisch. So, so brutzeln die so vor sich hin, wa? Ja, gerade eben hat es einen Schlag getan. Meine Plansche hat es verzogen. Ich weiß nicht warum, das soll mal der Kundendienst klären. Aber wir sind hier am Grillen und alle Griller sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen. Und zwar, dann machen wir einfach auf dem Rost weiter. Drehen wir noch mal kurz. Ja, was soll ich euch sagen? Ich weiß ja nie, was ihr sagt. Aber eigentlich bin ich fast ein bisschen froh, dass sich diese Plansche gerade zerlegt hat. Weil die gefällt mir irgendwie besser. Oder Frau, was sagst du? Ja, schöner Streifen. Oder? Drehen wir noch mal um. Zack. Machen wir uns ein schönes Schachbrettwurst darauf. Ja. Zack. Und die Freunde bekommen die letzte Drehung. Also ich finde das sieht sagt was, aber ich finde das schöner als diese Plansche. Doch, finde ich schöner. Ringsrum mit Röstaroma versorgt. Gehen die jetzt nochmal rasch hier oben 5 Minuten zum Nachziehen. Beim Nachziehen kann ich alle Brenner ausmachen, der ist heiß genug.
lasst ihr da bloß da oben noch mal kurz zu sich kommen. Kurz die Temperatur von außen nach innen durchziehen. Also praktisch, der ist jetzt außen heißer als innen, dass wir eine schöne Temperaturverteilung haben. Und dann sind wir schon fast fertig. Und 5 Minuten später sind wir schon am Ziel. Unsere Puten-Hacksteaks sind fertig. Guck, nehmen wir runter, kosten. Da liegen sie, unsere Freunde. Und was wollen wir noch machen? Klar, Mittelschnitt. Würde ich sagen, bis dahin gilt der Versuch. Schneide ich mir mal so ein Randstück hier ab, da habe ich Bock zu. Und rinnen die hohle Birne, wenn man mal so ein bisschen drückt, so. Und ein bisschen Saft kommt raus. Also ich glaube, es ist nicht ganz trocken. Erfreulich. Also ein schönes würziges Putenhacksteak. Ist jetzt nicht trocken. Ist jetzt natürlich Pute. Man muss sagen, ist natürlich nicht die Saftigkeit in Person. Das ist ein Putenhacksteak. Das wird es auch immer bleiben und wird halt kein Filetsteak und kein Kobe. Das funktioniert einfach nicht. Aber man kann die Dinger durchaus lecker zubereiten, wenn du die selber machst. Also im Prinzip nur das Hackfleisch nehmen. Die Würzen musst du deiner Wahl schön einkneten. Außen nochmal Öl rüber und dann auf die Platte oder auf den Rost, je nachdem, wie du möchtest. Da kannst du die Dinger einfach selber machen und musst nicht irgendwelche Industrieprodukte nehmen, wo du nicht weißt, was drin ist, oder wo du weißt, was drin ist und sagst, die ganze Ease will ich gar nicht haben. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mal den Puten-Hacksteaks wieder eine Chance gebt. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen-Barbecue. Macht's gut.